Noch bröckelt der Putz von den einst so prächtigen Prunkbauten im märchenhaften Ortskern von Bad Gastein. Doch vermögende Traumprinzen wollen die ruhenden Hotelruinen jetzt endgültig aus ihrem Dornröschenschlaf wachküssen. Die Hoffnung lebt nach wie vor, dass die Zeiten einfach besser werden und die Talsohle sozusagen überschritten ist. Denn ähnlich steil wie die Straßen im Bergort Bad Gastein sind, soll es jetzt auch wirtschaftlich bergauf gehen mit den hochgebauten Hotelpalästen hier. Also im Grunde ist Bad Gastein ja schon letztendlich dann doch eher wie eine Miniaturgroßstadt. Bad Gastein, einst Kurort der Könige und Kaiser und bald wieder der Treffpunkt der Reichen und Schönen in den Bergen. Was Rang und Namen hat, besucht im 19. Jahrhundert Bad Gastein, angelockt von den heißen Thermalbädern und kühlen Prickelgetränken im Anschluss. Die glamourösen Gäste speisen Kaviar und Aspik. Im damaligen Grand Hotel de l'Europe übernachten Liza Minnelli und Roger Moore. Selbst der Schah von Persien besucht 1965 Bad Gastein und versucht sich im Skifahren. Steinreiche Ölscheichs reisen gleich mit ihrer ganzen Dienerschaft aus Saudi-Arabien an, erinnert sich der gebürtige Bad Gasteiner Hans-Jakob Freis mit seiner Frau Margit. In meinen ganz jugendlichen Kindertagen wurden sogar von den sogenannten Ölscheichs goldene Uhren, Armbanduhren verschenkt und Trinkgeld in eminenter Höhe als verteilt. Das war bekannt. In den 80er Jahren versiegen allerdings die großen Geldquellen. Eine Hotelpleite folgt auf die andere. Die Gäste packen ihre Koffer. Aber nicht für immer. Einige Hotels erholen sich unter neuer Führung. Der morbide Charme zieht nun 1 Million Gäste pro Jahr an. Daran beteiligt sind auch die deutschen Hoteliers Olaf Krone und Jason Hauser. Vor 12 Jahren übernehmen sie das mehr als 100 Jahre alte Hotel Das Regina und ziehen auch mit Kulturveranstaltungen im Ort wieder Künstler und Denker an. Ich sehe schon natürlich eine Bewegung von Leuten, die sich in Tulum aufhalten oder auf Mykonos oder an der Côte d'Azur oder in Kalifornien. Das ist natürlich schon auch eine Klientel, die vielleicht sogar nach Bad Gastein kommen könnte. Mit originalen Möbeln aus der mondänen Zeit und modernem Marketing wissen Olaf Krone und Jason Hauser, wie sie den Jetset, aber auch die junge Internetgeneration wieder nach Bad Gastein holen, die Fotos vom Ort in die ganze Welt schickt. Statt Frack und Zylinder reicht heute dann ein modischer Pullover, um wie die Großverdiener damals diesen atemberaubenden Ausblick zu genießen. Es ist ja gar nicht so den Leerstand, sondern es ist eigentlich das Potenzial. Und das sehen unsere Gäste zum Glück auch. Also jeder Gast, der ankommt, dem man erklärt, warum es dazu gekommen ist und was aber in der Zukunft eigentlich alles möglich wäre, ist natürlich totaler Fan von Bad Gastein und kommt immer wieder. Erweitert um 4 bis 5 Sterne Hotelkomfort wird das Gasteiner Hotelfirmament auch am Straubinger Platz. Die Gebäude hier stehen über 20 Jahre lang leer. Ein Wiener Kaufmann übernimmt damals zwar viele Gebäude, doch lässt sie jahrelang verfallen. Jetzt endlich restauriert die Münchner Hürmer-Gruppe die maroden Gebäude. In rund 2 Jahren soll dann auch dieser hohe Glas- und Betonbau im historischen Ensemble stehen. Passt so ein moderner Bettenturm in die Belle Epoque Hochburg Bad Gastein? Jede Epoche hat ihre Architektur. Und ich glaube, oder wir glauben, es wäre das Schlimmste, was passieren könnte, zu tatsächlich historischer Bausubstanz, historisierende Gebäude dazuzusetzen. Dann schafft man ein Disneyland, das man nicht haben will. Ich gehe davon aus, dass es auch in Paris vor dem Louvre Diskussionen gegeben hat, als man zu historischer Bausubstanz zum Beispiel damals diese Glaspyramide dazugesetzt hat. Mitten im Bahnhofsviertel von Bad Gastein befindet sich schon jetzt ein moderner Kontrast zur Belle Epoque. Wer in dieses Café eintritt, glaubt zunächst eher in Berlin oder vielleicht Stockholm zu sein. Immerhin kommt Besitzerin Thilde Nilsson aus Schweden und bringt mit Kaffee zum Mitnehmen und Sushi-Rollen einen Hauch Großstadt in den kleinen Bergort. Danke, schönen Tag noch.
Mittlerweile leben etliche Schweden das ganze Jahr über in Bad Gastein oder machen in einem der 6 schwedisch geführten Hotels Urlaub. Doch warum Bad Gastein? Fehlt der jungen Tilde Nilsson hier im Ort, in dem rund jeder dritte Bewohner über 65 Jahre alt ist, nicht etwas? I would say it's a little bit more laid back here. Ja, es ist ruhig hier, aber das bedeutet auch Freiheit. Du kannst anziehen, was du willst, du kannst dich ausleben. In Schweden muss man immer am Puls der Zeit sein, die neuesten Sachen haben, um dazuzugehören. Da geht es viel um Statussymbole. Hier ist es gemütlicher als in Schweden, würde ich sagen. Deshalb liebe ich es hier. Die Hoteliers Olaf Krone und Jason Hauser nehmen uns nun mit auf eine Zeitreise ins verlassene Hotel Astoria, ihr nächstes Projekt. Einst lebte die Bankersfamilie Rothschild hier, danach dient der Prunkbau als Kuranstalt für Eisenbahner. Drinnen scheint die Zeit wie stehen geblieben und auch der Aufzug, der übrigens der älteste im ganzen Bundesland Salzburg ist, steckt in der ersten Etage. Wagen die beiden eine Fahrt damit? Wir haben uns nie getraut, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie er funktioniert, ehrlich gesagt. Läge nicht eine dicke Staubschicht über den Möbeln, könnte man glauben, der Jetset hätte gerade erst ausgecheckt und bald soll er wieder kommen. Klar braucht man einen neuen Spa-Bereich, der natürlich wichtig ist und so weiter. Man braucht natürlich einen Pool und solche Geschichten. Aber das Haus an sich soll eigentlich, ja, wie es war, unter den Denkmalschutz Gesichtspunkten halt wieder restauriert werden. Und halt klar muss man auch da was Neues untermischen. Eigentlich jeder, der dort reinkommt und denkt so ein bisschen, mal, das könnte ja wirklich ein Soho-Haus sein oder es könnte Chateau Marmont in Hollywood oder so. Das sind eigentlich so mal so die Assoziationen, die jeder damit hat. Und schauen wir mal, wir versuchen es auf jeden Fall so in die Richtung zu entwickeln. Hollywood Hills oder Monte Carlo der Alpen, Bad Gastein bekommt viele Beinamen. Den als Geisterstadt will der Salzburger Ort jetzt endlich loswerden und hier eine moderne Renaissance der Belle Époque entstehen lassen.